Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 253. Video. Heute geht es um die Funktion h von x gleich Sinus b mal x. So, jetzt könnt ihr nicht mehr sehen, worum es geht. Oh Mann, so h von x gleich Sinus b mal x. Ich hatte ja g von x gleich a mal Sinus x schon besprochen und jetzt kommt h von x gleich Sinus b mal x. Bevor ich jetzt hier theoretisch rumrede, schauen wir uns das einmal an. Ich habe das bei GeoGebra, das kennt ihr sicherlich inzwischen, es gibt es hier oben, ein Open-Source-Programm für Tablets, Computer, Smartphones, alles Mögliche. Ich habe einmal die Funktion f von x gleich Sinus x eingegeben. Die seht ihr hier blau eingezeichnet und dann mit Hilfe eines Parameters, bei GeoGebra heißt das Schieberegler, das seht ihr hier oben, kann man also beliebig viele Parameter da reinpacken, glaube ich wohl. Und da habe ich Sinus x, Sinus 1 mal x. Ich habe also den Parameter b, hier seht ihr unten, auf 1 gesetzt. Wenn ich jetzt mit der Tastatur diesen Parameter vergrößere, also Sinus 2x, Sinus 3x, Sinus 4x, dann seht ihr die schwarze Linie und dann seht ihr, was passiert, wenn ihr einmal euer Augenmerk hier auf die Mitte, schade, oh schade, jetzt ist es hier einmal das Augenmerk drauf lenkt, auf die Mitte, dann seht ihr, die schwarze Linie bleibt also an der Mitte kleben und schiebt sich im Prinzip zusammen, und zwar in Richtung X-Achse. Die wird also, wenn ihr so wollt, gestaucht. Und jetzt strecke ich die wieder oder ziehe die auseinander. So, jetzt habe ich wieder b gleich 1. Und wenn ich das jetzt wieder vergrößere, seht ihr zwei Sachen passieren. Einmal verschieben sich die Nullstellen. Das heißt, diese Nullstelle, die jetzt rechts vom Nullpunkt liegt, die liegt jetzt bei, ja, jetzt liegt sie fast bei 2. Jetzt liegt sie bei 1. Und jetzt rutscht sie immer näher ran, wird immer mehr. Der größte und der kleinste y-Wert bleiben erhalten, aber genauso wie die Nullstellen verschieben sich die x-Werte der Maxima. Auch die rutschen nach links der Minima. Das bedeutet Mathe, was man jetzt hier einfach sieht. Das bedeutet also mathematisch. Gucken wir uns das mal mathematisch an. Wie gesagt, nur für b größer 1. Habe ich hier aufgeschrieben. Für b größer 1 haben wir Folgendes. Der Graph wird immer im Vergleich zu, also der Graph von Sinus b mal x wird im Vergleich zum Graphen von Sinus x in Richtung der x-Achse gestaucht. Der wird also kürzer oder er wird mehr zusammengequetscht oder wie ihr das immer umgangssprachlich nennen wollt. Ihr seht die neue Periode. Das schauen wir uns auch nochmal an. Die Periode der blauen Funktion ist ja 2π, also die geht hier einmal rauf und dann geht hier wieder runter bis hierhin. Und die Periode des roten Graphen, nee, des schwarzen Graphen hier, der geht hier einmal rauf, kommt hier wieder runter und fängt hier wieder an. Ihr seht, die Periode wird kürzer. Ja, hier fängt der schwarze Graph wieder neu an, geht es wieder rauf und geht es wieder runter und dann ist der hier. Die wird kürzer, und zwar wie groß ist die, das kann man ausrechnen. Pardon. Und zwar setzt man an. Ich setze an, b mal x soll 2π sein, oder man kann auch k mal 2π nennen, das ist egal. Da komme ich gleich noch zu. Also b mal x, dieses Argument, wann ist das gleich 2π? Und zwar, wenn x gleich 1 durch b mal 2π ist. Das heißt, die neue Periode ist 1 durch b mal 2π. Die alte Periode von Sinus x war ja 2π, das kann man sich eigentlich gut merken. Ja, das ist im Prinzip das, was man sich da merken sollte. Jetzt schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn ich den b-Wert zwischen 0 und 1 lege. So, seht wieder, ich verkleinere jetzt den b-Wert. Wenn ihr einmal oben an die Ecke guckt, jetzt habe ich auch so. Jetzt habe ich b gleich 1, jetzt verkleinere ich das, 0,9. Ihr guckt am besten wieder auf den Nullpunkt. Ihr seht, der blaue
blaue Graf wird auseinandergezogen oder der schwarze Graf ist so auseinandergezogen. Der wird also gestreckt. Der wird im Prinzip, ja, die Periode wird immer größer. Sieht, jetzt kann ich das schon gar nicht mehr hier, während hier die ursprüngliche Funktion hier einmal rauf geht, einmal runter geht und hier fängt die wieder neu an, geht der neue Graph jetzt gerade einmal rauf und jetzt müsste er noch einmal runter und dann würde die neue Periode anfangen. Habe ich auch aufgeschrieben. Und zwar für 0 kleiner b gleich wird der Graph ebenfalls in Richtung x-Achse gestreckt, er wird länger. Jetzt habe ich zum Beispiel für b gleich 1/10 ist die neue Periode, es geht ja wieder nur um die Periode, x gleich 1 durch 1/10 mal 2pi und 1 durch 1/10 ist ja 10, 10 mal 2pi, also 20pi oder das Zehnfache, wenn ihr so wollt, wenn ihr es gerne lieber so hättet, das Zehnfache im Prinzip der alten Periode für 0 kleiner b kleiner 1. Das sollte man sich für das b merken. Ihr seht, bei dem b ist das ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen wir zur nächsten Seite, wenn b kleiner 0 ist. Bevor ich das jetzt alles vorlese, schauen wir uns das einmal an. So, ich mache jetzt b gleich 0 und jetzt mache ich einmal b kleiner 0. Und zwar zuerst von da ab. Ihr seht, bei b gleich minus 1 ist der blaue Graph, habe ich einmal Sinus x und Sinus minus x. Und diese beiden Graphen unterscheiden sich dadurch, dass sie an der x-Achse gespiegelt sind. Alles andere ist gleich. Das bedeutet aber, wenn ihr das aus der Mittelstufe wisst, normalerweise wird ein Graph ja gespiegelt, indem ich das Minuszeichen davor setze. Ja? Also minus Sinus x ist eigentlich die Spiegelung von Sinus x an der x-Achse. Das bedeutet also, dass Sinus von minus x das gleiche ist wie minus Sinus x. Das habe ich hier aufgeschrieben. Das mache ich jetzt einmal rot und dann mache ich das so richtig dick und fett. Da kann man das toll dran sehen, denn Sinus von minus x ist das gleiche wie minus Sinus x. Das ist keinesfalls selbstverständlich, dass man dieses Minuszeichen aus dieser Argumentsklammer rausziehen darf. Und dann ist das relativ einfach erklärbar. Ihr seht, wenn ich das jetzt verkleinere, dann schiebt sich der Graph wieder zusammen. Genau das gleiche, wie was ich eben hatte, wenn b größer 1 ist. Und wenn das b zwischen minus 1 und 0 liegt, dann streckt sich der Graph. Ich habe jetzt wieder minus 1 und jetzt streckt sich der Graph wieder. So, boah, ins Unendliche. Und das habe ich nochmal aufgeschrieben. Das ist dann, glaube ich, gar nicht mehr so schwierig. Also ist nun b kleiner 0, so ist minus 1 mal b größer 0 und wir rechnen, für b kleiner 0 ist Sinus b mal x gleich Sinus minus 1 mal b mal x und das ist also minus Sinus b mal x und dann hier ist hier das b wieder positiv. Ja, muss man sich einmal. Also haben wir folgendes Ergebnis. Ist bei Sinus b mal x das b negativ? So erhalten wir den Graphen durch Spiegelung von Sinus b mal x, wobei b jetzt positiv ist, an der x-Achse. Auf Deutsch, wenn ich Sinus minus 5x habe, dann nehme ich einfach den Graphen von Sinus plus 5x, spiegel ihn an der x-Achse und habe den Graphen von Sinus minus 5x. Oder wenn Sinus, wenn b gleich zum Beispiel 0,4 ist, dann oder minus 0,4, also der Sinus von minus 0,4x, dann nehme ich den Graphen von Sinus von plus 0,4x, spiegel ihn an der x-Achse und habe den Graphen von minus Sinus von 0,5x. Oder habe ich 0,4 gesagt, habe ich jetzt vergessen. Gut, wenn das jetzt ein bisschen verwirrend war, weil ich ziemlich viel geredet habe, spult ihr das Video einfach nochmal zurück, schaut es euch vielleicht selbst mal an mit dem wunderbaren Programm GeoGebra, spielt dann noch ein bisschen mit rum und ja, ihr seht, man kann natürlich auch den Parameter, ich habe das jetzt von minus 10 bis 10, glaube ich, mal gucken, ja genau, man kann das natürlich auch größer machen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich bitte weiter, wenn es euch nicht gefallen hat,
verschweigt dir einfach meine Existenz und beim nächsten Mal geht es, wir gucken mal, über Sinus x plus d, das ist wieder eine ganz einfache Kiste. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.